Grüß euch und es geht weiter. Frohe Dinge, gehe da dran, schraub da verschiedene Sachen aber, Steuerdeckel, Karo ist gereinigt, frisch mit Lack versägen, damit es rostgeschützt ist, und wieder zusammenbaut. So zum Start, ich wollte vorne am Motor und hinten am Motor jeweils einen Wellendichtring wechseln. Das war der Start. Da sieht man jetzt, wie Gewinde gebohrt wird. Nichts geht über die Originalfarbe vom Motor, obwohl die Farbe selber, der Farbton, schon etwas extrem ist, gerade für Kfz. Ich finde es trotzdem voll geil. So, alles frisch gereinigt, frisch lackiert, Gewinde geschnitten, alles soweit zusammengebaut, der Dichtring ist drinnen. Jetzt glaube ich immer noch, dass ich da jetzt einfach den Deckel aufschraube und dann mich um das andere Ende vom Motor kümmern darf und sonst nichts. Aber die habe ich schon angekündigt, das ist leider nicht ganz das Ende. Um den Motor wieder einbauen zu können, beziehungsweise um den Wellendichtring auf der Rückseite überhaupt zu wechseln, muss ich die Ölwanne übernehmen. Das heißt, der Motor muss wieder auf den Kran aufgehoben werden, dass ich von unten dazu kann. Drum, Fahrwerk muss raus und der Motor im Hintergrund. Aderlass bei einem Auto schaut sowas, indem man den Ölablass schraubt. Die kleine Ratschen, die mag das nicht so, wenn man das anmacht. Aber ich mag sie. Jetzt kommt die Ölwanne runter. Und jetzt so schnell das Lager geöffnet, der Lagerbuchrohrer, damit ich da drinnen den Wellendichtring wechseln kann. Und wie ihr dann seht, ich wollte es nicht kurz in die Kamera, da ist das Lagermaterial schon aufgebraucht, also muss ich doch alle Kurbeln lang erneuern. We'll be right back.
So, und wir begrüßen den neuen Protagonisten in der Wahnsinnswerkstatt. Roland! Danke! Tada! Ohne den passenden Kupplungstoren die Kupplung zentrieren und aufschrauben, dann wird das Getriebe eingebaut.